Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi Bauer und das ist Hingehört. Hallo Jasna, wie kommt es, dass du deine Podcast-Sommerpause freiwillig im Hörbuchstudio verbringst? Ich verbringe meine Podcast-Sommerpause freiwillig im Hörbuchstudio, weil es mir unheimlich viel Spaß macht, Hörbücher einzusprechen. Und dann habe ich dieses Angebot bekommen vom Argon Verlag und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich mal wieder ein Buch einsprechen darf. Was kannst du uns schon über Kerstin Giers neues Buch Vergissmeinnicht verraten? Worauf können wir uns freuen? Was darf ich denn verraten? Was du willst. Das neue Buch von Kerstin Gier, Vergissmeinnicht, ist ein sehr spannender Fantasy-Roman, kann man sozusagen, glaube ich, sagen, mit einer sehr schönen Liebesgeschichte, wie ich finde, und zwei tollen Hauptfiguren. Und eine davon spreche ich. Was liest oder hörst du selbst am liebsten? Ich muss leider zugeben, dass ich privat sehr, sehr wenig lese, weil ich für meinen Job so viel lesen muss, Drehbücher oder wenn ich Hörbücher einspreche, dann die Bücher, die ich einspreche. Und deshalb kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich lese eigentlich, wenn, dann gerne Romane oder Biografien auch. Und hören tue ich am liebsten, muss ich sagen, Hörbücher? Nein. Ich höre wahnsinnig viel Musik. Und Podcasts und tatsächlich auch Hörbücher. Kannst du einen Podcast empfehlen, außer deinem eigenen? Und ich empfehle meinen eigenen Podcast. Nee, einen Podcast, den ich sehr gerne höre, sind zum einen zwei, hätte ich. Einmal ein neuer Podcast, der heißt Weird Crimes mit Ines Anjoli und Vis-a-vis, wo merkwürdige Verbrechen aufgeklärt und besprochen werden. Und zwar anhand von echten Fällen. Und mein anderer Lieblingspodcast ist Niemand muss ein Promi sein von Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann. Wie schwer fällt es dir, nur mit der Stimme zu arbeiten? Inzwischen bin ich daran gewöhnt, viel mit der Stimme zu arbeiten. Aber am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig, wenn man als Schauspieler seinem Körper beschnitten wird und eben nicht Bewegungen dazu machen kann oder mit dem ganzen Körper spielt, was zur Folge hat, dass ich manchmal vor meinem Tisch im Tonstudio sitze, wenn ich Hörbücher einlese und wild mit den Händen rumfuchtel, um meinem Gesagten mehr Ausdruck verleihen zu wollen, sozusagen. Nach der Tatortkommissarin, was ist dein nächstes großes Ziel? Keine Ahnung. Mein nächstes großes Ziel ist, weiterhin schöne Rollen spielen zu dürfen und sprechen zu dürfen. Ich habe da jetzt nicht so richtig einen fachmännischen Plan. Seit Jahren schon nicht. Vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht aber auch nicht. Danke, Jasna. Das war's schon? Dafür haben wir jetzt so einen Aufriss gemacht? Na gut, dann auf Wiedersehen. Das war Hingehört mit Jasna Fritzi Bauer.